Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed. Wir befinden uns auf der Insel Chaos. Ja, mal gucken. Alle sind hier am Start. Cassandra, Icarus. Und ich muss hier immer noch die Xenia finden. Die Piratenanführerin. Bin gerade auf dem Weg zum nächsten Aussichtspunkt. Um dann mir eine weitere Übersicht hier zu verschaffen. Über die schöne, schöne Insel. Also optisch gefällt sie mir echt ganz gut. Ah, du bist in der Nähe des Ziels. Haha, da haben wir es auch schon wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Assassin's Creed. Assassin's Creed. Viele S im Wort. Da ist der Tempel. Und, na, guck mal, das ist ja, guck mal. Da wollte ich sowieso hin. Da haben wir sie da unten. Assassin's Creed. Da läuft immer noch ein weiterer Söldner hier auf der Insel rum. Komisch. So, Kultmitglied muss ich auch noch finden. Irgendwo im Berg drin. Aber vielleicht, nicht schon wieder die Schweine. Vielleicht ist es auch alles eine weitere Quest für das Kultmitglied und so weiter. Mal gucken. Aber hier auf der Insel sind wahnsinnig gefährliche Wildschweine unterwegs. Das sind die gefährlichsten Gegner im ganzen Spiel, Wildschweine. Ich sehe keine Soldaten hier, nur Piraten. Sie müssen die ganze Insel kontrollieren. Ja, nicht die ganzen Insel. Also auf der Seite sind ja Soldaten und Athener. Die haben, glaube ich, hier eher den Bereich der Insel für sich. Habe ich das schon freigedeckt? Ja. Na, guck mal an. Die haben hier den ganzen Hafen für sich. Und hier sind die Soldaten und da sind die Piraten. Sehr cool. Kurzziller? Nein. Okay. Choresia. Hätte ich mal da den Anlegepunkt gewählt. Hätte ich nicht so lange suchen müssen. So, ich hole mir erstmal den Synchronpunkt oben. Oh, Vorsicht, nicht wieder runterspringen. Oh, guck mal, da unten ist aber ganz schön viel abgebrannt. Wer hat das Dorf niedergebrannt da unten? Das ist ja ganz andere Musik, weil ich jetzt bei den Piraten bin. Okay, den habe ich. Und ich muss jetzt in den Tempel rein, um Xenia zu treffen. Da bin ich mal echt gespannt. Was das für eine Dame sein wird. Höflich. Feindlich. Auf unserer Seite. Wie sieht sie aus? Oh. Wird da jemand gefoltert? Alter, das ist eine Kampfsau. Gnade! Du willst Gnade? Jene, die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen und nach Attika geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Sympathische Dame. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Cassandra. Nun, Cassandra, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Alter, das ist voll die Kampfmaschine, ey. Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall eine Piratin, vor der man Respekt haben sollte. Ich brauche Informationen. Ich hörte, du verkaufst Informationen. Unter anderem, das tue ich. Ich suche nach jemandem. Dich in meine Stadt zu schleichen, ist nicht der beste erste Eindruck. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Ich dachte, die Piraten lassen mich sicher nicht so einfach durchspazieren und anklopfen. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Cassandra. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Soll ich da schon gleich mit der Antwort rausrücken? Das musst du nicht wissen. Eine Kriminelle. Ach komm.
Die macht doch auch einen sehr sympathischen Eindruck hier. Ich mach's mal mit der ehrlichen Version. Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden? So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Siehste? Macht doch gleich einen besseren Eindruck. Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was genau soll es kosten? Du kannst es dir leisten, ich bin sicher. Die Stimme passt gerade echt nicht so ein bisschen zum Aussehen. Warum so viel? 15.000? 15.000? Warum brauchst du so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Kann ich das auch irgendwie anders machen? Ich komme wieder. So viel habe ich nicht. So viele Drachmen habe ich nicht. Das überrascht mich bei deiner Berufswahl. Wie kann ich sicher sein, dass du sie finden wirst? Ich kenne Myrine schon. Woher kennst du ihren Namen? Ich weiß noch einiges mehr. So viele Drachmen aufzutreiben wird nicht leicht. Du hast ein Schiff und eine Mannschaft. Das reicht, um in Koressia Arbeit zu finden. Und es gibt einen Haufen Drachmen in einer Befestigung auf der anderen Seite der Insel. Du willst, dass ich von deiner Insel stehle? Die anderen Einwohner sind nicht ganz glücklich über uns Piraten. Ihr Anführer hat ein Vermögen angehäuft. Haben sie keine Drachmen, können sie keine Dummheiten machen. Keine Sorge. Solange du für mich arbeitest, bist du eine von uns. Piraten helfen nur, wenn es dafür eine Schiffsladung Drachmen gibt. Wenn ich sie bezahlen will, muss ich Arbeit auf der Insel finden. Finde und beschaffe den Staatsschatz. Aber den Staatsschatz sind doch teilweise nicht 15.000. Jetzt, wo mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Nee, auf der anderen Seite will mich trotzdem noch jeder töten. Und vor allem die ganzen Wildschweine, die mich töten wollen. Aber so viel Geld fehlt mir doch eigentlich nicht. 15.000 Drachmen will die haben und ich habe 14.100. Ah, guck mal, hier sind aber viele Quests, ey. Voll fett. Guck hier an. Kann ich noch einige Zeit hier auf der Insel verbringen. Wir haben Anwerbungskampagne. Wir sind keine Diebe, finde ich gut. Und Rot in Trümmern. Aber ich habe ja gerade noch eine offen hier und dann muss ich die Festung einnehmen. Das dauert bei mir ja immer so lange. Außer ich mach's wieder wie immer, beim ersten Mal. Dann bin ich ja nicht durch. Komm, dann hol mir erstmal den Staatsschatz und bleib erstmal bei einer Sache. Aber die anderen Quests hier, die will ich gerne auch noch erleben. Vielleicht führt mich ja auch eine der Quests. Ah, Wildschwein! Alter! Vielleicht führt mich ja auch eine der Quests in die Höhle, wo ich dann den Kultisten abschlachten kann. Ah, der schießt auf das Schwein. Ey. Was hat es mit dieser Insel auf sich, dass hier so eine aggressiven, großen Schweine rumlaufen? So, danke für die Hilfe. Mein Pferd rennt immer richtig weit weg, wenn es um den Kampf geht, ne? Hier auch schon wieder, guck dir das an. Überall. Jetzt kämpfen ja noch Söldner gegen Wildschweine. Und jetzt kämpft der Söldner noch gegen mich. Ja, genau. Dankeschön. Was ist hier das? Ohne Schuh? Organeus ohne Schuh? Stimmt, der ist barfuß. Oh. Drecksschweine hier noch. Okay, die kämpfen gegen das Schwein. Oh, der hält aber viel aus. Das Schwein lebt ja immer noch. Ah, jetzt ist es down.
Musst du eigentlich so viele Bomben werfen hier? Hör mal auf, rückwärts zu gehen. Du machst es mir zu einfach. Und bam. Nice. Stirb doch endlich. Alter, der weicht aus und beim Ausweichen wirft er einfach eine Bombe, ey. Du kannst nicht. Okay. Der will auch noch kämpfen hier. Warum bist du nicht einfach abgehauen? So. Ein Kriegsspeer. Na toll. Gott, ich wollte doch einmal nur zu der Festung, ey. Wärst du schon wieder auf dem Weg von drei Schweinen angegriffen? Und von Söldnern! Komm schon. Berittener Kampf. Ich mag die Insel nicht. Alles für mich töten. Kriegerschaden, Adrenalin und Schaden, ja. Nö. Ich behalte den Kampfstab im Moment. So, darf ich jetzt mal hier frei auf der Straße reiten? Vielleicht sollte ich, bevor ich die Festung angreife, nochmal schnell mein Kopfgeld bezahlen. Dann brauche ich aber wieder, jetzt habe ich nur noch 13.800. Jetzt brauche ich wieder noch mehr Geld bis zu 15.000. Boah, und wenn ich dann 15.000 Drachme bezahle, bin ich einfach dann so hart pleite danach. Ich mag Quests nicht, die man bezahlen muss. Außer mal abwarten, wie viel Geld in der Staatsschachtel da drin ist. Ey. Vielleicht lohnt sich das ja, die zu plündern. Das war auch noch, das war schon wieder ein Seltener. Alexa. Alexa die Harte. Alexa. Spiel mal die Songliste ab. Alexa haben wir hier. Junger Söldner-Nachwuchs. Mhm. Alexa. Die Harte. Was ein Name. Oh, sie wird hart. Alter, alle können immer so geile Tricks und so, ne? Bam. Klatsch. Na, Alexa, bist du jetzt immer noch hart? Ich hatte nur blaue Sachen dabei. Bist du nicht mal hart? Was? Neuer? Noch schon wieder ein Söldner, ey. Der Stratege. Ich komme einfach nicht zur Festung hin. Gut, die Alexa hätte ich nicht töten müssen, aber der Name hat mich so provoziert. Ich glaube, die Festung wird auch nicht so einfach werden. Jedenfalls nicht bei meiner Spielweise. So, Athena-Soldaten befinden sich dort drin. Da ist ein Eingang. Erstmal gleich die Lage checken mit Vogel. Puh. Gefangenenbefreiung. Drei Vorräte. Keine Schatzkisten. Da wäre ein Eingang. Da oben ist der erste. Komm schon. Markier. Wow. Kineas Diener des Mondes. Das ist der Anführer. Der Anführer der ganzen Zone hier. Es sind doch Schatzkisten drin, aber die muss ich nicht aufmachen.
Schade, dass ich nicht auf die Arastea rauf kann, dann vom Wasser aus irgendwie Bomben hierher ballern kann. Interessant. Keine Mörser. Xenia scheint doch nicht die ganze Insel zu kontrollieren. Hat sie doch gesagt. Das hat sie doch gesagt. Hörst du eigentlich zu, Cassandra? Nur die halbe Insel. So, hier oben haben wir den ersten Befehlshaber. Na toll. Ich geb dir gleich mal einen Lacker, ey. Warte mal, bis ich zurückkomme. Dann ist hier aber der Arsch offen, ey. Wie weit muss ich eigentlich von der Festung weg? So. Während eines Kampfes kannst du nicht meditieren. Ich will aber meditieren. Ich will bei Nacht angreifen, doch. Doch lieber. So. Erstens mache ich dann auch ein bisschen mehr Attentatsschaden. Und zweitens werde ich da auch nicht so leicht gesehen bei Nacht. Da sind meine Schleichkünste besser. Also durch die Fähigkeiten, die ich geskillt habe. So. Ne, doch, auf den Turm war doch der eine drauf. Hatte ich doch richtig gesehen. Haben die eigentlich eine Alarmglocke? Ja, da. Alarmfeuer. Leuchtfeuer haben sie auch. Muss ich bei Nacht ein bisschen mehr Schaden machen. Reicht für den? Der andere ist gerade weggegangen. Das ist eine Scheißfestung. Guck mal, wie dicht beieinander die unten alle stehen. Dann ist auch noch der Anführer der ganzen Insel da. Hätte ich vielleicht ein bisschen vorher schwächen sollen, die Zone hier. Weil so hat er jetzt noch viele, viele Leibwächter am Start. Okay. Der geht schlafen. Wie geil ist das? Deswegen lieber nachts angreifen, ey. Viele legen sich dann einfach auch hin. Ah, da sind Kriegsvorräte. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, das nenne ich mal eine Damage-Zahl. So, weiter geht's. Erstmal vielleicht die Mauern erstmal säubern hier. Vom Wachabschaum. Kommt nämlich hier schon der nächste. Ich glaube, der stellt sich jetzt dahin, ne? Ja. Ein bisschen zu schnell. Da vorne kommt schon wieder der nächste. Gott sei Dank ging das gerade noch mit dem Attentat ganz gut. Bevor die anderen was mitbekommen haben. So, das Leuchtfeuer habe ich noch nicht manipuliert. Bewegen sich immer alle im falschen Moment. Na los, komm. Und sich dann auch so viel Zeit lassen beim Gehen. Der eine hat eine Leiche gefunden. Da sollte ich mich beeilen und schnell das Leuchtfeuer manipulieren, weil die schlagen auch teilweise Alarm, wenn sie Leichen finden. Auch wenn sie mich nicht gesehen haben. Puh, das war knapp.
Nein. Aber die Falle liegt. Scheiße, hat er mich doch gesehen, ey. Aber hier kann man sich eigentlich ganz gut verstecken. Das ist nicht so schlecht gebaut, das Ganze. Pennt dann? Da pennt noch jemand. Oder auch nicht. Die Tür war leider noch offen zur anderen Seite hin. Alter, wie viel? Guck dir das mal an. Das meine ich. Das sind doch die Leibwächter von dem Anführer der ganzen Zone hier. Hast du was zu melden? Hast du was zu melden? Such schon. Wir lassen nicht locker. Du wirst gerecht werden. So. Ihr kommt hier nicht rein. Ihr wollt ihr echt hier rein jetzt? Könnt ihr nicht woanders hin? Meldung. Hier ist keine Seele. Die vom Erdboden verschwunden. Schöne Fackelwurf. Sucht weiter. Jawohl. So, das sollte die Athena empfindlich treffen. Ja, ich werde auch gleich empfindlich getroffen, glaube ich. Wenn es so weitergeht. Die haben sich als ganz schön großer Trupp zusammengehortet, ey. Überall sein. Schwärmt aus und beeilt euch. Geht klar. Holy shit. Die Gefangenen muss ich auch noch befreien. Und? Hast du irgendwas? Nö, gar nichts. Los doch. Doppelte Rationen für den Finder. Alter, wo gehen die denn hin? Ich schaffe das. Wieso kommt... Alter... Wenn die wenigstens auf den Wegen bleiben würden. Bleib mal weg. Alter, wo hänge ich denn jetzt fest? Wann wirst du müde? Boah, ich hab die Kriegsvorräte nicht gekriegt. Den schwächen wir schon mal vor. Da war jetzt auch wieder irgendwie, finde ich, nicht unbedingt ein Grund, da runter zu gehen. Wenn die oben am Weg gewesen wären, okay. Kein Problem. Aber so? Das ist aber auch ein Trupp, der da langläuft, ey. Holy shit. Sind mir die Leute lieber, die hier einzeln rumlaufen. Leider auch die Kriegsvorräte nicht erwischt. Mit der Fackel. Scheiße, das ganze Zelt brennt. Den Anführer muss... Ich muss ihn ja noch nicht angreifen. Ne? Reicht ja auch, wenn ich den Bereich hier erstmal so fertig mache. Na, wie komme ich hier rein? Und den Anführer dann mache, wenn er ein bisschen weiter geschwächt ist. Schweres Schwert. Und hier ist die Staatskasse. Mal gucken, wie viel drin ist. 1500, 1700. Naja. Alter, jetzt kommt eh angeschissen. Ey. Was muss ich für die Mission noch machen? Befehlshaber töten und die Gefangenen retten. Ist der Befehlshaber bei der Gruppe mit dabei? Das Coole ist, dass ich immer ab und zu immer so einfach mal einen töten kann.
keinen Ausweg. Wie kommt man denn? Ach, ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn hier durch? Das kann man aufkloppen. So, und die beiden Gefangenen und der Befehlshaber, der rennt halt mit der Gruppe rum. Das ist das Problem. Das ist der Goldene ganz vorne, der mit dem Speer, mit dem Schild und Speer, den muss ich töten. Dann hätte ich die Festung hier wenigstens schon fertig. Und der Anführer mit seinem ganzen Beschützertrupp da, den kann man noch später machen. Oh, der entfernt sich gerade, der andere. Komm, lauf mal schnell. Gefangene schnell befreien. Der steht gerade gut alleine. Den kriege ich gleich. Raus mit euch, ihr Affen. Jetzt geht er wieder zurück zu den Leuten. So, den brauche ich. Nur noch den und ich hab's hier. Ja, guck mal, der steht jetzt oben. Die anderen suchen noch unten. Ah, die schießen auf den Gefangenen, die ich befreit habe. Guck mal, lenkt die jetzt auch noch ein bisschen ab. Jetzt kommen die wieder alle hierher. Wie kann ich mir den jetzt am besten schnappen, ey? Alter! Blöder Sack! So. Der gehört auf. Rennt halt nicht mit dem Beschützertrupp rum. Das ist meine Chance. Jawohl. Die gehen da lang, er geht da lang. Perfekt. Kann doch gar nicht besser laufen. Ah, dahinter. Der scheiß Bogenschütze jetzt noch. Nicht dein Ernst, Junge. Komm schon, ich muss ihn nur einmal wegmeucheln. Der hält bestimmt nicht viel aus. Und da geht er auch sofort down. Festung Koresia abgeschlossen. Jawohl. Als wäre ich nie da gewesen. Ich habe halt die Zone noch nicht weit genug geschwächt, damit ich den Anführer angreifen kann. Deswegen hat er noch so viele Bodyguards dabei. Aber das kann sich ja ändern, weil ich mache ja hier noch weitere Quests auf der Insel. Weil ich ja sowieso noch das ganze Geld verdienen muss. Und dann passt das schon. Schwarze Axt. Attentatschaden, Kriegerschaden, Schaden gegen spartanische Soldaten. Nee, danke. Das muss nun wirklich nicht sein. Wie viel Geld habe ich denn? 17.000. Guck mal, ich könnte sie jetzt bezahlen. Dann bin ich aber fast pleite. Neue Hose. Ah ja, die Söldnerhose, die ich gerade gekriegt habe hier. Kriegerschaden, Adrenalinpotrefferschaden gegen Athena-Soldaten. Teilweise immer den gleichen Schrott drauf, ne? So. Und Söldner hier wieder gefunden. Der Stratege. Oh, guck mal, der ist 33. Der befindet sich auch in der Nähe. Kann ich aber nicht machen. So. Also, hier auf der Insel werden die nächsten Folgen auf jeden Fall noch weitergehen. Guck mal, hier die Fragezeichen, die werde ich schon mal machen. Und hier vor der Insel noch ein bisschen rumtauchen. Das geht schon. Hier auch. Dann nochmal gucken, wie ich den kriege. Die Schlacht könnte man hier auch schon machen für Athen. Ist auf Normalgeschwindigkeit, also Geschwindigkeit ist gar nicht so hoch. Und hier halt der, aber den muss ich nicht unbedingt töten. Da kann ich auch hier die Schlacht einfach machen, dann passt das schon. Da ist noch ein weiteres Fragezeichen. Und hier befinden sich halt drei Quests. Die werde ich alle noch machen.
Ich könnte auch schon zu ihr zurückgehen. Im Hafen der Stadt gibt es Arbeit. Na guck mal, ich könnte noch mehr Geld verdienen. Entweder ich gehe jetzt sofort zu ihr und bezahle dann die 15.000 oder ich mache erstmal die Quests, um noch mehr Geld zu verdienen. Ich werde, glaube ich, erstmal die Quests machen. Ja, weil ich nicht weiß, ob die danach verschwinden, wenn ich sie bezahle. Deswegen mache ich die lieber her. Ich würde die schon gerne sehen. Also werde ich die 3 Quests in den nächsten Episoden auf jeden Fall machen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video hier von Assassin's Creed. Macht's gut und ciao, ciao.